In diesem Film geht es unter anderem um Magersucht und Selbstverletzung. Wenn das gerade ein schwieriges Thema für euch ist, dann überlegt es euch, diesen Film zumindest nicht alleine zu schauen. Instagram ist die Plattform der Selbstoptimierung. Und für einige ist sie ein Trigger für ihre Essstörung. Also klar freue ich mich auch immer über Likes, aber dann denke ich mir wieder, wie krank ist es eigentlich, dass andere Menschen das toll finden, dass ich einfach so krass dünn aussehe. Einige geraten an gefährliche Magercoaches. Sie manipulieren die Frauen zum Hungern, zwingen sie zu Nacktfotos. Das ist so ekelhaft. Wie verzerrt Insta unser Schönheitsideal und treibt es Menschen tiefer in die Krankheit? Wenn ich jetzt die Augen schließe, dann öffne ich sie nicht wieder. Und ich dachte, ich will die Augen nicht schließen, ich will leben. Vor einem Jahr ungefähr ist eine größere Influencerin einfach gestorben. Ich bin nicht einfach nur irgendein Influencer. Ich bin Josie. Josie Maria. 137.000 FollowerInnen. In ihrem Profil Sandstrände, The Good Life. Aber auch ihr großes Problem. Ihre Magersucht, gegen die sie mehr als 10 Jahre lang kämpfte. Nur wenige Wochen noch vor ihrem Tod ist sie bei Leroy und gibt ein aufsehenerregendes Interview, das millionenfach geklickt wird. Für mich war das ganz, ganz schrecklich. Und ich wollte gesund werden. Ich wollte gesund werden, weil ich auch wusste, es ist irgendwas nicht mit mir richtig. Weil man durch dieses Abnehmen einfach mega an Lebensqualität verliert, super unglücklich wird, man wird traurig, man hat keine Lust mehr auf nichts, man verliert seine Freunde, die Freunde wenden sich ab, Familie wendet sich ab, du wirst alleine, immer, immer mehr alleine und hast immer mehr deine Freundin die Erstörung. Man hätte meinen können, sie sei vielleicht gerade dabei, gesund zu werden. Doch stattdessen wird kurz darauf weltweit über ihren Tod berichtet, mit dramatischen Schlagzeilen. So kannten ihre Fans Josie Maria, fröhlich und lebenslustig. Ich will nicht eine von 10 sein, die an der Magersucht stirbt. Magersüchtige Influencerin Josie Maria stirbt mit nur 24 Jahren. Und mich hat es total schockiert und auch total betroffen gemacht, weil sie eben so eine große Influencerin war, weil das Thema Körper auf ihrem Account immer so eine große Rolle gespielt hat. Und ich habe mir überlegt, welche Rolle spielt eigentlich Instagram bei diesem ganzen Thema? Jeder kennt es. Instagram ist die Optimierungshölle. Gut aussehen, schön und perfekt sein. Das heißt auch immer noch sehr oft super schlank sein. Inwiefern befeuert Insta den Magerwahn? Wenn man dazu nach eindeutigen Hashtags sucht, findet man zum Glück nichts. Es gibt sogar eine Warnmeldung. Auch explizite Fotos werden verborgen. Doch durch Suchen kommt man schnell rüber zur dunklen Seite von Instagram. In eine Bubble, in der Dünnsein alles ist. Mein Kollege Suleiman und ich wollen genau da rein. Und es ist nicht so schwer. Wahnsinn. Das hört überhaupt nicht mehr auf. Du kannst so sein wie sie, dünn sein. Wir starten ein Experiment. Und zwar machen wir Fake-Accounts, posten auf diesen Fake-Accounts Bilder mit wahnsinnig dünnen Körperteilen, packen ein paar Hashtags dazu, folgen ein paar eindeutigen Accounts und dann schauen wir mal, was passiert. Okay, let's go. Oh, registrieren. Jetzt brauchen wir noch schnell eine E-Mail-Adresse. Das machen wir auch noch. Okay. Yes! Wir posten 3 explizite Fotos unter dem Namen Annika und schreiben darüber My Thinspo, meine Inspiration zum Dünnwerden. In Thinspo-Accounts posten junge Frauen Bilder, die sie als Ansporn empfinden. Wir machen noch einen 2. Account, der eher moderate Bilder zeigt. Ein 3. zeigt extrem dünne Fotos. Hier, Top-Vorschläge, My Fasting Diaries, ne? Da geht's überall um Skinny, Skinny, Skinny. Starving is Beauty, heißt hier. Okay, schon ein Abonnent. What? Also wir haben den Account jetzt ungefähr vor 10 Minuten eingerichtet. Ich würde sagen, läuft. Wir werden ab jetzt nichts mehr posten, die Accounts nur weiter beobachten. Trotzdem bekommen wir dadurch Kontakte. Ein Mädchen ist anonym unterwegs. Sie mag gern Sascha genannt werden und ist bereit zu erzählen von ihrer Essstörung und von einer Community auf Instagram. Sollte ich dich unbedingt fragen, wie geht's dir eigentlich damit? Echt nicht gut. Also ich kann es nicht genau beschreiben.
Wenn irgendwo Essen steht, dann denke ich die ganze Zeit an das Essen. Und ich kann an nichts anderes mehr denken, als an dieses Essen, was da steht. Und dass ich es nicht essen will. Und am Ende esse ich es wahrscheinlich trotzdem auch. Und danach fühle ich mich richtig schlecht. Die Essstörung macht sie einsam. Mit wem kann sie überhaupt noch ehrlich darüber sprechen, was sie umtreibt? Ich habe mich immer gefragt, wie findet man solche Bilder? Wo finden die anderen Menschen solche Bilder? Und dann war ich halt auf Instagram und habe diesen Account erstellt. Und auf einmal waren da so viele Accounts, die einfach dazugehören auch. Und dann war ich so, ich wusste gar nicht, dass es so viele gibt. Ich war richtig überrascht. Ihr echter Account hat nur wenig FollowerInnen. Sascha bekommt dort im Schnitt 30 Likes für ein Bild. Auf dem Account jetzt, den habe ich halt wirklich noch nicht lange. Und da bekomme ich jetzt schon 150 Likes auf meine Bilder und ich habe fast 1000 Follower. Und das hat sich richtig krass entwickelt auf einmal. Das Bild mit den meisten Likes ist eins, auf dem sie wegen ihrer Essstörung im Krankenhaus war. Also klar freue ich mich auch immer über Likes, aber dann denke ich mir wieder, wie krank ist das eigentlich, dass ich Bilder von mir poste und darauf warte, dass andere Menschen das toll finden, dass ich einfach so krass dünn aussehe. Weil ich weiß ja, dass ich zu dünn bin. Würdest du sagen, das irgendwie zieht es mich auch weiter rein? So? Es zieht mich schon tiefer rein, aber andererseits hilft es mir halt auch ein bisschen. Sie spricht damit einen Zwiespalt an, den viele empfinden, mit denen wir sprechen. Dass Insta einerseits Halt gibt, andererseits treibt. Magersucht hat tiefliegende Ursachen, traumatische Erlebnisse wie Missbrauch oder Mobbing, durch die Selbstwert zerstört wird. Aber es gibt auch Trigger und Treiber dafür. Diese Recherche sucht nach den Treibern im Digitalen. Es wird düster werden in der Welt von Mager-Instagram. Wir erfahren zum Beispiel von Mädchen, die sich regelmäßig für einen Bodycheck nackt fotografieren. Sie machen das mehr oder weniger freiwillig für ominöse Magersucht-Coaches. Wir haben eine Nachricht bekommen über unser Steuerung F Community Postfach und da schreibt uns jemand, der ist Jugendbetreuer für Jugendgruppen und er schreibt, ein Mädchen, das er kennt, hat Kontakt zu einem Mann über Instagram aufgenommen und der nennt sich Pro-Magersucht-Coach und hilft den Mädchen dabei nichts zu essen, bis sie sterben. Krass. Der Mann manipuliert das Mädchen. Er bindet sie emotional an sich und erpresst sie. Er scheint einen Kink auf magersüchtige Teenager-Mädchen zu haben, denn er verlangt für seine Hilfe Bilder von ihr. Und wenn sie eine Grenze ziehen will, dann erpresst er sie. Wir müssen einen finden. Also wir müssen mit einem schreiben, bis wir ihn treffen. Der Jugendbetreuer hat auch den Namen des vermeintlichen Coach geschickt. Auf seinem Profil drei Bilder von extrem dünnen Mädchen. Wir schreiben ihn an, der Schmetterling gilt als Zeichen in der Community. Er antwortet direkt. Und wenn wir das Kalorienlimit überschreiten, droht er auch gleich mit Konsequenzen. Unserem Fake-Account folgen noch mehr seltsame Profile. Wir schreiben alle an, hi und ob sie Coaches sind. Einer schickt uns prompt die Fotos einer anderen jungen Frau als Beispiel. Sowas hätte er gern von uns, sonst kämen wir gar nicht ins Geschäft. Das ist so ekelhaft. Die meisten schreiben auf Englisch, aber einer antwortet uns auf Deutsch. Sulay chattet mit ihm als eine 17-Jährige, die unbedingt abnehmen will. Wie soll ich essen? Eine Woche 900 Kalorien, dann eine Woche 800 Kalorien. Eine Woche 700 Kalorien, dann 600 Kalorien. Okay, danke. Wie konnte das passieren, dass du so fett geworden bist? Was machst du jeden Tag genau an Sport? Frauen müssen jung und sehr dünn sein, maximal 40 Kilo. Ziemlich groteske Schönheitsideale. Wer ist dieser Typ? Wir treffen Vanya. Sie ist Influencerin und sie war die beste Freundin von Josie vom Anfang unseres Films. Als sich die beiden zum letzten Mal gesehen haben, waren sie zusammen auf Gran Canaria mit einem One-Way-Ticket. Es sollte eigentlich eine gute Zeit werden. Doch sie wird zu einer schrecklichen Erinnerung.
Und dann war es Abend und ihr hattet Abend gegessen und habt euch dann fertig gemacht. Und wie ging es dann weiter? Ja, tatsächlich habe ich darauf gewartet, dass Josie was isst. Und ja, sie hatte ihre ganzen Sachen ausgepackt und meinte, ja, sie legt sich noch mal kurz hin. Und ich meinte dann, bitte ess doch was vorher, und saß dann am Tisch und habe ewig gewartet. Und wie es halt meistens war, hat sie gemeint, ja, in 10 Minuten, in einer halben Stunde, ja, gleich, in 10 Minuten, in 10 Minuten. Und hat sich kurz ins Bett gelegt. Und ja, ich habe dann noch, ich weiß noch, dass ich zu ihr gesagt habe, bitte, bitte ess was, stirb mir hier nicht weg. Ja, und sie meinte so, bitte komm noch mal her, ich möchte nur, dass du mich noch einmal in den Arm nimmst. Hast du sie dann in den Arm genommen? Ja, ich habe sie dann in den Arm genommen. Ja. Und dann ist sie eingeschlafen? Ja, wir sind dann beide eingeschlafen. Aber Josie wacht nicht mehr auf. Im Schlaf hört ihr Herz einfach auf zu schlagen. Magersucht gilt als tödlichste psychische Erkrankung. Eine von 10 Betroffenen stirbt. Welche Rolle hat Instagram gespielt in Josies Leben? Instagram hat in Josies Leben eine ganz große Rolle gespielt. Ich weiß heute noch, wenn ich mit jemandem spreche, der sie kannte, dass sie total gerne immer ihre Stories angeschaut haben. Dass da einfach so viel Freude dabei war, Motivation. Und ja, ich denke, dass sie da auch einen Teil von ihrer perfekten Welt selbst gelebt hat und sich damit auch selber motiviert hat, so wie sie es gerne hätte. Du bist ja selber auch Influencerin. Ja. Wie nimmst du es wahr? Ich gehe mittlerweile mit Instagram so um, weil ich auch meine Erfahrungen gemacht habe, wo nicht so positiv sind. Es ist so, man macht ein Foto und man möchte, dass dieses Foto perfekt ist. Und man kommt ganz schnell in diese Schleife rein, dass man sich denkt, oh, ich sollte mich vielleicht noch mal unters Messer legen. Meine Nase ist jetzt nicht perfekt. Hier ist eine Speckfalte. Und dann bearbeitet man das Foto, weil man einfach diesem Druck ausgesetzt ist, diesen Likes, diesen Followern, einem Schönheitsbild zu entsprechen. Etwas, das die sogenannten Pro-Ana-Coaches auf Insta ausnutzen. Auf einer Plattform, auf der es vor allem um Bestätigung geht, finden sie ihre Opfer besonders leicht. Können sie selbst aus der Ferne manipulieren. Ich habe mal eine auf 34 Kilo gebracht. Was musste sie machen? Hab ihr so geholfen wie dir. Das ist richtig dürr. Ich liebe richtig dürr. Frauen müssen jung und sehr dünn sein, maximal 40 Kilo. Sag mir jeden Tag dein genaues Gewicht mit einem Nacktfoto oder nur Unterhose. Und ihr erinnert euch vielleicht an den Coach mit dem Schmetterling. Auch mit ihm chatten wir weiter, um herauszufinden, wer er ist. Das Mädchen, das er erpresst hat, von dem der Jugendbetreuer geschrieben hatte, ist bereit, mit uns zu sprechen. Hi, ich bin so erkältet, dass ich Sulay gar nicht erlauben konnte, hierher zu kommen. Eigentlich wollten wir ihren Coach enttarnen. Das konnten wir aber nicht. Er hat den Kontakt abgebrochen, weil wir nicht zu Snapchat wechseln wollten. Wie fing das dann an? So, du schreibst so Hi und was kommt da so zurück und wie fängt sowas an? Also man schreibt halt Hi und bist du ein Pro-Ana-Coach? Dann geht's eigentlich ziemlich schnell und meistens dann am Anfang, wenn es dann praktisch nur um dieses Gewicht abnehmen geht und man jetzt noch nicht irgendeine Gegenleistung für den Mann bringen soll, musst du dich halt im Endeffekt einfach in Unterwäsche hinstellen und von vorn, von der Seite und von hinten einfach ein Bild machen und ihm schicken. Er meldet sich mehrmals am Tag, fragt nach ihrem Gewicht, wie viel sie gegessen hat. Kommt sie über seine Vorgabe, soll sie sich selbst bestrafen. Das Erste, was ich dann machen sollte, war, dass ich eine Kerze anzünden sollte und mir einfach das Wachs auf meinen Bauch kippen sollte oder so. Oder mich mit dem Feuerzeug verbrennen oder sowas in die Richtung halt. Was meinst du damit? Also, naja, er hat es halt verbunden, diese Strafe mit zusätzlich, das ist ja auch eine Gegenleistung, das hat er auch mit reingespielt.
Ja, er wollte halt, dass man sich selbst befriedigt und es aufnimmt und ihm schickt. Als sie das irgendwann nicht mehr machen will, erpresst er sie, droht die Aufnahmen an ihre Kontakte auf Instagram zu schicken. Er wusste, dass ich das nicht will. Und dann hat er auch gesagt, was er wollte, dass ich ihn nachts anrufe. Und er sagte, ich glaube wortwörtlich, du fettes Schwein sollst meine Sexpuppe für eine Stunde lang sein. Krass, sowas von gemein. Also ich hab da gar keine Worte für. Zurzeit hat sie keinen Kontakt mehr. Zur Polizei will sie aber nicht gehen. Sie hat Angst, ihre Eltern würden von all dem erfahren. Wir schreiben mit vielen Mädchen und jungen Frauen. Sie berichten von mutmaßlichen Pädophilen, von Fetischen, von Kontrolle und sogar Fotoshootings. Ein Mädchen berichtet, wie ihr jemand Geld dafür geben wollte, dass sie sich selbst verletzt. Unglaublich, was für ein Abgrund das ist, in den wir da gerade reingucken. Und was für eine, ich nenne es die Fratze von Instagram. Weil es gibt das Instagram, dem ich folge und das, was ich kenne und wo viele gute Vibes sind und viele schöne Fotos. Und es gibt dieses Instagram, das dunkle Instagram. Sunas Chat mit dem deutschsprachigen Coach geht währenddessen weiter. Wir sammeln Informationen über ihn und wollen ihn dazu bringen, uns zu treffen. Er hingegen drängt auf Nacktfotos. Gut sind immer Vorher-Nachher-Bilder beim Abnehmen. Zum Beispiel im Bikini. Oben ohne oder nackt ist natürlich am besten, aber im Bikini geht es schon auch. Ich kann dir keine Bilder schicken, wenn ich dich nicht kenne. Das ist komisch. Ich muss dich erstmal persönlich kennenlernen. Ich kann dich anrufen. Ich mag nicht telefonieren. Okay, dann nicht. Kannst du das nicht nachvollziehen mit dem Kennenlernen? Ja, ich kann dich schon verstehen. Ich kann dich vom Bahnhof abholen, das schaffst du. Wir verabreden uns. In Bremen. Er glaubt, die 17-jährige Annika reist mit dem Zug an. Und er schreibt die ganze Zeit. Was wiegst du heute? Ist kalt heute. Ich habe eine rote Jacke. Bist du aufgeregt, Dicke? Ich weiß nicht, was jetzt gleich kommt. Aber ich kann mir vorstellen, dass er kein ruhiger Typ ist. Also ich kann mir vorstellen, dass er abhaut. Okay, das wird ernst jetzt. Ja, jetzt wird's ernst. Also ich bin auch aufgeregt. Oh Mann. Sind wir im Aufzug auf zum Gleis? Gucken wir mal. Der Mann ist schon da. Nein, ohnehin. Es ist krass, wie er aufgeregt ist. Wie er läuft hin und her und macht so und so und so. Also er ist schon aufgeregt. Wir hatten eigentlich geplant, ihn nach draußen zu bitten, aber er macht nicht mit. Ah, ich habe dich nicht gesehen. Ich bin draußen. Ich habe ein großes Schild gebastelt. Da steht drauf. Ich bin vor dem Bahnhof. Könntest du bitte hierher kommen? Draußen, da ist Weihnachtsmarkt. Ich mache jetzt da kein Suchspiel. Okay, ich komme. Ja, komm her. Er will, dass ich zum Gleis komme zu ihm. Sonst, ich gehe zu ihm. Bahnsteiggleis 7, rechts, Gleis 8, links, obere Ebene. Sulay spricht ihn an. Er ist bereit zu reden, aber wir dürfen nicht filmen dabei. Was ich wirklich krass finde, dass er gesagt hat, er hat ein paar Artikel darüber gelesen. Er weiß, was ist das? Also, Bücher hat er sogar gelesen. Also das heißt, sprich, er weiß, was er tut, er nutzt die Situation. Also wir haben ihn auch gefragt, haben Sie ein schlechtes Gewissen? Ja? Wenn Sie wissen, da ist eine junge Frau, die ist in Not, die ist unter 18 und Sie schreiben mit der, haben Sie ein schlechtes Gewissen? Und es fiel ihm sehr schwer, er konnte das eigentlich nicht mit Ja oder Nein beantworten. Er hat halt immer gesagt, ja, wenn die Frauen halt dünn werden wollen, ich finde dünne Frauen eben schön. Er hat so Frauen schon getroffen. Er hat auch schon Frauen getroffen, die sich dann selbst verletzt haben oder hat davon mitbekommen. Das heißt, er ist also jemand, der wirklich auch in dieser Szene sozusagen aktiv. Und aktiv ist und das auch benutzt. Also das heißt, er weiß, dass es kritisch ist, er weiß, dass es nicht gut ist, nicht richtig. Also er ist bewusst, was er macht, aber er macht das.
Nach allem, was wir bis hierhin erfahren haben, drängt sich immer wieder eine Frage auf. Ist es nicht strafbar, was hier passiert? Zum Chat mit unserem Coach aus Bremen sagt uns ein Anwalt, nein, nicht strafbar. Unsere falsche Annika sei zwar minderjährig, aber immerhin 17 und der Mann hätte sie zu nichts gezwungen. Erst wenn das Opfer nachweislich unter Druck gesetzt wird, kann das Nötigung sein. Oder Körperverletzung, wenn das Opfer manipuliert wird, extrem zu fasten oder sich selbst zu verletzen. Das gilt vor allem bei Minderjährigen. Das Einzige, was wir also tun können, ist, alle Coach-Profile an Instagram zu melden. So, die Coaches haben wir jetzt alle gemeldet. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Meine Kollegin hat die Facebook-Files von der Whistleblowerin Frances Haugen ausgewertet und da noch einiges Internes zu Instagram gefunden. In den Facebook-Files werden geheime Studien aufgedeckt, die MitarbeiterInnen auf der Plattform durchgeführt haben. Und weil Instagram zu Facebook gehört, gibt es auch dazu Dokumente. Wir haben Zugriff darauf, gemeinsam mit KollegInnen von WDR und Süddeutscher Zeitung. Eine Instagram-Mitarbeiterin bemerkt etwa in einer Analyse, Instagram selbst würde gemeldete Profile nicht immer löschen. Schädliche Profile bleiben online, weil sich niemand mit dem Problem intensiv beschäftige. Das kommt uns bekannt vor. Unser inaktives, gefaktes Annika-Profil ist in 2 Wochen von 0 auf 125 FollowerInnen gewachsen. Am schnellsten ging das Wachstum bei dem Profil mit den extrem untergewichtigen Bildern. Wir konfrontieren jetzt Facebook mit der ganzen Recherche, mit dem Experiment, mit den Files, mit allem. Das ist jetzt sozusagen der große Showdown. Warum wachsen extrem problematische Accounts so stark? Warum werden schädliche Inhalte im Bereich Essstörungen zu wenig blockiert? Vor allem fragen wir eigentlich, wie kann das sein? Wie ist das möglich, dass diese Coach-Aktivitäten stattfinden können auf der Plattform? Tabea hat es geschafft, die Wirkung von Instagram auf ihre Essstörung umzukehren. Bis vor wenigen Jahren war sie magersüchtig. Also hier, das ist 2015, da sieht man an den Armen auf jeden Fall, da bin ich auf einem Festival. Und ich weiß noch, dass meine Freundin völlig schockiert war. Alle haben dafür eingekauft, 5 Tage Festival. Mit was bin ich angereist? Mit 4 diesen 500-Gramm-Töpfen Magerquark und 1 Kilo Möhren. Und alle waren so, was ist das denn? Sie arbeitete in dieser Zeit als Moderedakteurin. Auch wenn Instagram nicht die Ursache ist für Magersucht, konnte das Netzwerk ihre Krankheit befeuern. Ich bin ganz, ganz vielen Models gefolgt. Also auch für meinen Job ganz viele Models auf dem Laufsteg. Vor allem Victoria's Secret war da gerade total in noch. Und dann haben die ganzen Frauen gezeigt, wie sie trainieren und essen, um sich bereit zu machen für die Show, weil man kann ja nur auf den Laufsteg, wenn man so besonders toll aussieht. Ja, und das habe ich ganz viel aufgenommen, unterbewusst aufgesaugt, aber nie mir irgendwie bewusst darüber im Klaren gewesen, was das jetzt für einen Einfluss auf mich hat. Jetzt ist ja eigentlich die spannende Frage bei dir, du hast ja geschafft, diese Krankheit zu besiegen. Wie bist du rausgekommen? Also ich war bei meinem untersten Gewicht angekommen, lag bei meinen Eltern auf der Couch und es war ein ganz schlimmer Tag, weil ich davor die Nacht mich übergeben habe und irgendwie am nächsten Tag gar keine Kraft hatte für nichts. Und ich lag auf der Couch und habe die ganze Zeit da gelegen und so leicht an die Decke geguckt, aber gemerkt, eigentlich möchten meine Augen sich schließen. Und ich dachte die ganze Zeit, wenn ich jetzt die Augen schließe, dann öffne ich sie nicht wieder. Und ich dachte, ich will die Augen nicht schließen, ich will leben. Also das Leben ist schön, ich möchte leben. Und das, was ich hier gerade tue, das ist es nicht. Und da war eigentlich die Entscheidung, okay, jetzt muss ich etwas ändern. Anfangs aber auch, ja, ich möchte was ändern, aber eigentlich keinen Gramm zunehmen.
irgendwann hat es Klick gemacht, das gehört vielleicht zusammen. Genau. Fast 8 Monate bleibt sie in einer Klinik, die spezialisiert ist auf Magersucht. In vielen Therapiestunden muss sie lernen, ihren Körper neu zu sehen. Dann hast du Instagram erstmal ausgemistet. Ich habe Instagram ausgemistet. Das habe ich tatsächlich noch in der Klinik getan. Ich bin dann einfach mal meinen ganzen Feed durchgegangen, beziehungsweise habe auf abonniert geklickt, ne, wen ich so folge. Und dann auch gesehen, nur Models, wirklich nur Models. Und dachte, brauche ich alles nicht. Entfolgen, entfolgen, entfolgen. Und das habe ich konsequent gemacht. Und bin dann ein paar Tage später auch gedacht, okay, vielleicht gibt es ja auch die Gegenseite. Also mehr Menschen, die für Body Positivity stehen, dass ich da nicht direkt ins andere Extrem gehe, aber schon einfach mir eine Bandbreite aufbaue, dass ich nicht nur in meinem Feed Menschen habe, die dünn und durchtrainiert sind, sondern sehe, das gibt es auch, ja, aber das ist nicht der Standard und das ist nicht nur das, was es gibt, sondern halt einfach zu sehen, Vielfalt zu erleben. Was macht Instagram eigentlich selbst genau gegen diese Probleme? Was wir schon wussten, viele problematische Hashtags werden blockiert. Extreme Bilder oft ausgeblendet, man kann sie aber trotzdem anklicken. Und NutzerInnen können sich Hilfeseiten anschauen. Instagram hat eben geantwortet und das alles haben sie jetzt nochmal in einer Antwort geschrieben und haben uns aber dazu geschrieben, wir sollen diese sehr lange Antwort bitte als Hintergrundinformation behandeln. Das heißt, ich kann jetzt nur so ganz grob erzählen, was da drin steht. Ich glaube, ganz wesentlich ist, dass sie sich schon sehr viele Gedanken machen, dass sie wahnsinnig viele sehr kleinteilige Maßnahmen auch ergriffen haben, um was zu tun. Was die Coaches angeht, steht hier zum Beispiel, das würde 100% gegen die Regeln verstoßen und das ginge überhaupt nicht. Und sie würden, sobald sie davon erfahren, würden sie solche Coaches auch sperren. Weiter heißt es, technisch sei man nicht perfekt. Es sei schwierig, Bilder zu filtern. Körper kämen nun mal in verschiedensten Formen vor. Und man müsse abwägen zwischen dem Schutz der NutzerInnen, aber auch dem legitimen Anliegen, über Essstörungen zu berichten. Und trotz der ganzen Maßnahmen, die Instagram uns jetzt auch noch mal geschickt hat, zeigt unsere Recherche, dass Instagram eben immer noch nicht genug tut. So sind zum Beispiel 2 der Profile von den Coaches, die wir gemeldet haben, erst offline gegangen, als wir sie auch noch der Pressestelle geschickt haben. Und 2 problematische Profile sind immer noch online, die können also weitermachen. Glaubt ihr, dass Instagram unser Schönheitsbild so verzerren kann, dass es gefährlich wird? Welche Erfahrungen habt ihr mit Instagram gemacht? Schreibt uns das in die Kommentare. Und wenn euch das Thema interessiert, dann hört den Podcast, den Zulay und ich gemacht haben. Dazu auch mehr in der Infobox. Und wenn ihr weiter gucken wollt, dann schaut den STRG-F-Film Belästigung durch Vermieter oder guckt die True-Doku zum Thema Magersucht.